Spiel laden. Automatischer Speicher. Um 17 Uhr. Ach so, vor 20 Minuten. Vor 23 Minuten. Na, schauen wir mal. Mit Cutscene und so, die man vielleicht überspringen kann. Ich glaube, das war nachdem wir die Alligator... Sind wir 20 Minuten in die Tiefe gefallen? Na dann, ist ja alles gut. Dankeschön, Fallen Crusader. Jappu. Jappu? Ja, warum nicht? Juhu und Yippie vermischt. Jappu. Da füllt sich das Glas. Guck mal, wie der eine Sub da nach oben geschwemmt wird von dem Bit. Physiksimulationen sind was Tolles. Ui. Oh, wäre mir fast auf den Kopf gefallen. Ach ja, schön. Na gut, wenn das Spiel eh alles automatisch speichert, bin ich beruhigt. Dann können wir ruhig öfter in den Void fallen, ist okay. Also von Mitternacht bis 6 Uhr morgens ist es quasi draußen nicht sicher. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht erstmal in unser Hotel fahren oder einfach mal eine Nacht schlafen und gucken, ob es auch in dem Teil wieder so komische Schlafsequenzen gibt, also Nachtsequenzen. Sollen wir nochmal mit dem Priester reden? Ich muss nochmal mit dem Priester reden, nur um zu sehen, ob das reproduzierbar ist. Ich will es wissen, ob es reproduzierbar ist. Wir laden dann gleich nochmal neu. Ah, nee. Okay. Dann hat er unverschämtes Glück wahrscheinlich. Okay, passt schon. Na gut, okay. Dann war das wirklich eine einmalige Sache. Wartet mal, was ist denn da alles zu looten hier? Glauben wir mal dem Priester seinen Briefkasten, würde ich sagen. Eine alte Glasperle. Ach so, wieder das Übliche. Die laden sich einfach wieder. Alte Glasperle brauchen wir doch sogar. Das ist super. Hat dieser Laden, dieser Bowlingladen, 24 Stunden geöffnet? Eigentlich schon. Könnten wir auch jetzt noch schnell hinfahren. Der macht nie zu. Ich glaube, dann machen wir das vielleicht. Ich habe zwar ein bisschen Angst vor den roten Schatten, aber vielleicht stören die mich beim Skaten gar nicht. Two lollipops, three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Und die Bowlingbahn ist auch ganz in der Nähe von unserem Hotel zur Not. Oder vielleicht gehen wir doch schnell ins Hotel. So, do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of Uther? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wide... Oh! Behinderung von Fußgängern. Ich kann ja nichts dafür. Ach so, da ist ein Zebrastreifen. Okay, Entschuldigung. One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Das gibt's doch nicht. Ich versuche einfach nur, bitte. Okay. Yeah, okay. Hey, Zach. No nothing. Gehen wir rein. Puh, das war jetzt ein Abenteuer hier. Meine Güte. Total cool. Erstmal drüber schlafen. Von so einem Sturz in den Void muss man sich erstmal erholen. Steht er da ohne Laden? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mit ihm mit... Mr. Morgan, Sir, how may I be of service? Weiß ich nicht.
ist unser Hauch auch zu Ihren Vorstellungen, zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, Mr. Morgan? Durchaus. Es ist ein faszinierender Flair hier. Herzlichen Dank. Sind Sie denn auch bereits in den Genuss unserer Duschen gekommen? Die Duschen bei uns sind etwas strammer, als Sie das vielleicht gewöhnt sind. Da kommt das Wasserreichtum unserer Gegend richtig zur Geltung. Das klingt ja ausgezeichnet. In trockenen Staaten hat jedes Haus ein Ventil an der Wasserleitung, damit nicht zu viel Wasser durchfließt. Obwohl es illegal ist, entfernen manche Leute die Ventile sogar, um für besseren Druck auf der Leitung zu sorgen. Da wird eine üppige Dusche im Hotel zu einer reizvollen Vorstellung. Ganz recht, Mr. Morgan. Ich kann sie Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Ja, dann gehen wir doch gleich mal duschen, würde ich sagen, oder? Hi, Zero. Deadly Premonition 2 ist hier los. Und gerade sind wir quasi... Das ist eine lange Geschichte. Wir haben mit einem Priester geredet. Und sind dann irgendwie mit ihm zum Himmel aufgestiegen und haben die Zonen der irdischen Existenz verlassen und sind in den Void hinabgestürzt. Das war ziemlich cool. Aber jetzt sind wir wieder im Hotel. Und gehen erstmal duschen, nachdem wir in den Void gefallen sind. Wo ist denn meine Zimmer? Da hinten müsste es sein, oder? Oder nee? Irgendwo haben wir ein Zimmer. Na, aber vorher, als ich mit dem Priester geredet habe, standen wir im Himmel plötzlich, in der Luft, über den Bäumen. Und dann bin ich erstmal auf den Baumgipfeln rumgelaufen, bevor wir dann gefallen sind. Da sind wir noch ganz lang übers Wasser gelaufen. Oder mit dem Skateboard gefahren. Beides. Wir sind halt Jesus mit Swag. Wir sind nicht nur übers Wasser gelaufen, wir sind übers Wasser geskatet. Wir sind Swaxus. Achso, duschen. Stimmt. Hey Zack, ich glaube die Dusche ist kaputt. Da kommt nichts mehr. Was? Apropos Badezimmer. Da sind auch eins der wiederkehrenden Motive in Horrorfilmen. Ach so, Badezimmer. Allen voran werden natürlich Psycho zu nennen, aber auch die Würmerduschen aus Squirm oder die Kultszene aus Nightmare sind gute Beispiele. Was ist deine Lieblingsduschszene? Ah, dachte ich's mir doch. Dann sind wir einer Meinung. Death Ship, Alvin Raffock, 1980. Ein ehemaliges Gefängnisschiff der Nazis, das als Geisterschiff über die Meere irrt und nach Blut dürstet. Sachen gibt's. Der Film war geradezu schwindelerregend realistisch. Und die Besetzung mit etlichen Filmgrößen hat der Gesamtstimmung noch die Krone aufgesetzt. Ein echtes Meisterwerk. Insbesondere die Szene, bei der sich das Wasser der Dusche in Blut verwandelt, hat sich mir unwiederbringlich ins Gehirn gebrannt. Unwiderruflich ins Gehirn gebrannt. Jesus 2000, ganz genau. Nichtsdestotrotz kann ich persönlich auf eine Blutdusche verzichten, Zack. Ich sollte den... wie spricht man denn das aus? Ich kann es nicht aussprechen. Concierge ist es, oder? Bitten, sie zu reparieren. Concierge heißt er, glaube ich. Okay, Wasserdruck untersuchen. Concierge bitten. Schauen wir mal. Dann gehen wir nochmal raus und suchen den Concierge. Da spricht man Concierge, genau. Ich glaube auch. Du bist der Bellboy, oder? Mr. Morgan, Sir, how may I be of service? Sind die Duschen unseres Hauses zu Ihrer Zufriedenheit? Naja, die in meinem Zimmer scheint leider kaputt zu sein.
Das tut mir entsetzlich leid, Mr. Morgan. Ich werde umgehend einen Handwerker kommen lassen. Wie lange wird das etwa dauern? Bis nächste Woche sollte alles erledigt sein. Nächste Woche? Ganz recht. Unser Haus wurde vor über 200 Jahren errichtet. Alles hier ist sehr traditionell. Deshalb bedarf es bei seiner Instandhaltung eines besonderen Know-hows. Ich soll also bis nächste Woche auf meine Dusche warten? Ich bin untröstlich, Mr. Morgan. Kann ich nicht einfach auf einem anderen Zimmer wechseln, auf ein anderes Zimmer wechseln? Bedauerlicherweise ist das Wasser in unserem Haus zentral geregelt. Können Sie mir wenigstens ein anderes Hotel empfehlen? So angenehm wie bei uns übernachtet man in Le Crène sonst nirgends. Wenn Sie es allerdings sehr eilig haben, sehen Sie doch einmal selbst nach dem Ventil im zweiten Stock, direkt beim Restauranteingang. Wenn Sie sonst noch ein Anliegen haben, zögern Sie bitte nicht, es mir mitzuteilen. Sehen Sie doch einmal selbst nach dem Ventil im zweiten Stock. Vielleicht ist das ja alles nur ein schlechter Traum, Zack. Horrordusche. Okay, schauen wir mal. Ob wir da was machen können. Soll denn da bitte das Ventil sein? Zweiter Stock neben innen vielleicht. Ah, da hinten ist was. In der Tat. Aber haben dann alle Gäste kein Wasser, die hier sind, quasi, oder wie? Perfekt. Ist zwar unmöglich, bei den ganzen Rohren das Richtige zu finden, aber über zu viel warmes Wasser wird sich wohl kaum einer beschweren. Na, schauen wir mal. Ja, stimmt. Uns fehlen eindeutig noch ein paar Teile in diesem Puzzle-Sack. Untersuchen Sie alle Wasserventile. Ich habe schon irgendwo noch mal ein Wasserventil gesehen. Und zwar unten im Badezimmer. Weil die haben doch gesagt, wie schön das Badezimmer eingerichtet ist. Und da ist überhaupt nichts eingerichtet. Aber da war ein einzelnes Rohr. Da kann ich mich dran erinnern. Aber das muss ich nicht untersuchen, oder wie? Oh. Kann ich eigentlich auch auf die Damentoilette? Nee, das geht gar nicht. Dann rede ich vielleicht nochmal mit ihm vorher, oder? Dann sagt er mir vielleicht, wo das nächste ist. Mr. Morgan. Der Reparaturfachmann wird sich nächste Woche ihre Dusche annehmen. Oh, um das Wasserventil im zweiten Stock habe ich mich bereits selbst gekümmert. Und die Dusche funktioniert noch immer nicht. Genau so ist es. Deshalb bin ich auch wieder hier. Bedauerlicherweise bin ich lediglich ein einfacher... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Warte mal. Vielleicht finde ich es im Chat noch. Da. Concierge. Ich kann mir das nie merken. Ein einfacher Concierge ist er. Da müssen wir uns leider gedulden, bis der Fachmann kommt. Oder vielleicht fragen Sie doch mal den Koch oder den Hotelboy. Womöglich wissen die beiden da eine Lösung. Okay. Warum nicht? Da war der Knochenmann in dem Bild da, oder? Ja, aber jetzt ist er nicht da. Na gut. Ah, normalerweise stand der immer hier, der Boy. Der Schlüssel, Klingelboy oder wie der hieß. Was ist passiert? Hab noch mitbekommen, wie du aus der Map gefallen bist. Na, ich habe neu geladen und jetzt versuche ich gerade meine Dusche zu reparieren. Aber dafür muss ich mit dem Koch und dem Klingelboy reden oder wie der heißt. Und die finde ich gerade nicht.
Normalerweise stand der immer da unten, aber jetzt ist er nicht da. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Also ich meine, theoretisch sind alle die gleiche Person. Das macht es umso schwieriger. Aber ich könnte auf jeden Fall mal nach dem Koch klingeln. Dann müsste er sich ja wahrscheinlich umziehen. Ah ja, cool. Der Clodo. Bin ich gespannt, wie das wird. Wo ist denn die Tür? Ein Stockwerk höher. Frage ist nur, ob er jetzt dann da stehen bleibt. Now that's what I'm talking about. You can't get fine eating like this at any of those diners out there. So make sure you enjoy it. Nee, dann verschwindet er. Ah, das macht die Quest gerade irgendwie ziemlich schwierig. Vielleicht kann ich die heute einfach nicht mehr lösen. Vielleicht muss ich da morgen schauen, wenn die anderen beiden auch wieder da sind. Aber wie hungrig ist denn eigentlich unser Francis York morgen? Schon ziemlich hungrig. Dann essen wir noch was, bevor wir ins Bett gehen, würde ich sagen. Mal schauen, was essen wir denn heute? Meeresfrucht, gebratene Garnelen, Banana Forster, Vanilleeis, gezuckerter Rum, Banane. Aber das sättigt nicht ganz. Dann die Meeresfrüchteplatte. Dann ist er wenigstens richtig satt. Der Francis. That food was unbelievable. I see you weren't lying about undergoing training at that famous restaurant. Ah, now you just trying to embarrass me, mister. I still appreciate it, though. And you must have undergone some rigorous training in order to gain such refined technique. You put so much care into preparing everything just right. And your manipulation of that low-temp flame in order to bring out such a pleasant fragrance, simply perfect. This is true Creole food. You have to tell me now, which famous restaurant did you train yourself at? McDonald's. Come on, chef, we need to know. Zach and I are begging you. Ah, you drive a hard bargain, mister. All right, I reckon I can give you a hint. Really? Oh, just a hint now. Fine, we'll take it. It's the restaurant that serves the most famous fried chicken in all of Louisiana. Wie heißt das? Kentucky Fried Chicken oder so? Crispy, crunchy. You know what I'm talking about? Bonafide fried chicken. No, you can't mean... Oh, yeah! I'll bet they worked you pretty hard. Mm-hmm, you betcha. So that's how you acquire the mental fortitude necessary to cook such amazing food. Oh, my time there taught me just how tough city life really is. Amazing. Zach, did you hear all that? That's an incredible story, David. You really are a true chef. Both Zach and I have given you our official approval. Der hat da quasi, dadurch, dass das so ein Scheißjob war, die psychische Belastbarkeit gelernt, die er braucht, um jetzt ein großartiger Koch zu sein. In so einer Fast-Food-Kette. Warum nicht? Jetzt legen wir uns hin, weil es hilft nichts. Mit den anderen beiden kann ich jetzt scheinbar heute nicht mehr reden. Jetzt Zeit fürs Bettchen. Ah ja, die Wand könnten wir mal aktualisieren, ne? Da haben wir jetzt schon ganz viel Neues gefunden. So, jetzt kann... Das ist wirklich, wirklich gut, weil hier kann man sich jetzt auch nochmal einen Überblick verschaffen. Jetzt passt auf. Der geistig behinderte Riese aus dem Schlachthof hat anscheinend was für die Ermordete empfunden. Genau, das haben wir schon mitbekommen. Hier unten der Sheriff und seine Tochter und die kranke Frau sind quasi ein eigenes...
Ding bis jetzt noch nicht verbunden. Ach, unser Hotelfachmann, der für alle Bereiche da ist, der Bellboy, der Kuschenbuschen und der Chef ist der Bruder von der Ladenbesitzerin, von der Alexis, von der Kegelbahnbesitzerin. Alles klar. Und da geht die Alte immer hin. Die geht auch immer zum Voodoo-Laden und ist die Nachbarin vom Sanders-Priester. Okay, gut. Ab und zu mal hier so einen Überblick verschaffen ist doch gar nicht doof. Na dann, gute Nacht, King size, made in France. It looks soft enough to alleviate all our exhaustion. Zach, even though the Bureau is paying for this, it's still tiring to have to live out of hotel rooms day after day. Nothing beats getting a good night's sleep in your own room. Acht Stunden sollte schon schlafen, oder? Ja, dann hat wieder nichts offen. Na, dann können wir zur Not rauchen. Wisst ihr was? Schlafen wir 9 Stunden. Oh yeah. Er hat ja immerhin Urlaub. Ich meine, er ermittelt jetzt quasi in seiner Freizeit einen Fall. Ich glaube, das ist nicht legal, aber ja. Du würdest den Priester verdächtigen. In solchen Südstaaten-Horrorfilmen sind es immer die Priester. Ja, wer weiß. Ich, bis jetzt. Wer weiß. Hey, wir haben sogar unseren eigenen Kühlschrank hier. Nicht nur so eine Mini-Fridge, einen richtigen Kühlschrank. Nur, dass der anscheinend leer ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt den Koch und den Bellboy wieder antreffen können. Wäre cool. Ah, Moment, aber nicht in meinem Hotelzimmer. Warum ich immer in mein Hotelzimmer gehe, wenn ich in die Küche gehen will? Also in den Speisesaal. Guck mal, sogar das Spiel hat Spiegelungen. So viele moderne Spiele kriegen keine Spiegelung hin. Nur The Last of Us 2 und Deadly Premonition 2. Das sind meine Spiegel-Champions. Sehr gut. Nein, wo ist er denn? Ich weiß nicht, wie ich mit dem reden soll, wenn ich ihn nirgends finde. Steht der, aber wenn der da unten steht, dann kann ich gar nicht mit denen reden. Nee, da steht er aber diesmal auch nicht. Irgendwo muss er doch sein. Wo ist er denn? Hallo? Vielleicht schläft er noch. Aber das würde mich wundern. Ich weiß doch, dass hier eins von den beiden Rohren ist, das ich drehen muss. Warum darf ich es nicht einfach drehen für die Nebenmission? Das ist denn zu viel verlangt. Naja, dann speichere ich jetzt mal. Den laufen wir schon wieder über den Weg. Da suche ich jetzt nicht speziell danach die ganze Zeit. Stattdessen gehen wir jetzt kegeln. Vielleicht hätte ich doch noch eine Stunde länger schlafen sollen. Vielleicht ist der jetzt wirklich noch nicht unterwegs. Könnte schon sein. Wer weiß. Der dürfte da am meisten Einfluss haben. Na, am meisten Einfluss hat ja scheinbar diese superreiche Rassistenfamilie. Der quasi die ganze Stadt gehört. Aber dass der Priester Einfluss auf den großen, geistig behinderten Kerl in der Schlachterei haben könnte, das stimmt. Der kann den bestimmt gut manipulieren. Vorausgesetzt, der große Kerl ist irgendwie gläubig in irgendeiner Form. Deck die Waffe weg. Wir wollen hier nicht auffallen. Es war nur kurz ein Verklicker. Na, dann gehen wir kurz rüber zum Kegeln. Ist ja eh gleich ums Eck.
machst du da? So. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Hunda. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the... Looks... Let's come back later. Ach so. Wann machen die denn auf? Ah, da müssen wir noch warten. Da steht aber gar keine Zeit dabei. Ha, komisch. Rauchen schnell. Wir tun. Dass sich das Spiel ja sehr an Klischees bedient, tue ich das bei meinen Überlegungen auch. Ja, warum nicht? Ich meine, wie gesagt, im ersten Teil war es der Gärtner. Wirklich, im Grunde. Insofern, ich schätze mal, um 8 machen die wahrscheinlich auf, oder? Ja, geöffnet. Sehr gut. Oh, guck, mein Bitglas hängt ein Herz wirklich so am Rand. Cool. Ich würde so, würd es so gern anstupsen, damit es runterfällt oder Sorry for the wait, Patty. Moment, Patty hat jetzt seit gestern hier drin gewartet, oder wie? Whatever. Is Mrs. Carpenter here? No, she hasn't come in today. Everything's going according to plan. It's time to knock down the 10 maidens, Zack. Endlich können wir kegeln. Uh-oh, aber da stellt sich uns noch jemand in den Weg, oder? Nee, das steht uns nicht im Weg. Ganz im Gegenteil. Oh my lord, y'all are back? Listen up, y'all ain't gonna believe this. What's wrong? Voll Christina. Dankeschön fürs Anstupsen. Und ich bin gespannt. Wow. Ja, das Herz ist weg. Und ganz viel andere auch. Dankeschön für den Witz. Mrs. Carpenter hasn't come in. For the first time in 10 years, what could it be? I just hoping nothing bad happened to her. She's fine. You have my guarantee. Oh, my lord. I reckon if an FBI agent like you is convinced, then I should be too. What did I tell you, Patty? Value is a relative thing. Rolf, thank you for subscribing. We needed to find that figurine, no matter the cost. Okay. Auf zum Bowling. You really wanted to bowl that bad? They don't have bowling alleys in the city no more? Wrong, Patty. I have absolutely no interest in bowling. Tossing a heavy ball at lined up pins? Where's the fun in that? You can't even call this a sport. It's a game for cavemen. Nonsense. Utter nonsense. Then can I throw the ball instead? Absolutely not, Patty. This is part of the investigation. Das fand ich auch echt witzig, als wir dieses komische kleine Reptil-Ding mit dem Zylinder auf die Treppe von der alten Frau stellen und der Priester kommt und sagt, was machen Sie denn hier? Und ich sag so, oh, das gehört alles zur Ermittlung in dem Mordfall so und so. Ah, nicht irgendwie eine witzige Szene. Okay. I need to do this myself, no matter how stupid it may be. Hi, Michi, hallo. You're the one who's stupid. Sure looks like you're having fun to me. Bowling. Okay. Werfen Sie einen Strike. Oh, 7 Pfund, 10 Pfund, 13. Ich nehme die 16 Pfund Kugel. Auch wenn ich keine Ahnung habe. Ich meine, die schwerer ist schon klar, aber gut. So, jetzt pass auf. Ich fange hier an, mach hier einen Winkel. Und ja, schauen wir mal. Oh, Mist.
Drall, okay. Huah. Gar nicht schlecht, aber leider ist einer stehen geblieben. Damn it. Oh, come on, gleich Fehlschaden, nur weil mal ein bisschen... vielleicht nehme ich mal absichtlich die leichte Kugel. Aber ansonsten mache ich alles genauso. Fang hier an. Mach einen krassen Winkel darüber gezogen. Ich habe gerade irgendwie die Kugel wieder gewechselt. Ich weiß gar nicht wie. Okay. Mit starkem Linksdrall. Oh, damn it. Okay, nochmal. Und diesmal nehme ich die nicht ganz so schwere Kugel und mache einfach mal einen ganz normalen Wurf ohne fancy Schnickschnack. Oh, anscheinend leider mit einem ziemlich starken Linksdrall. Damn it. Mit Greedfall. Ich habe das mal kurz gespielt, aber zu kurz. Ich habe nicht mal das Tutorial fertig gespielt. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist ja von den Machern von The Technomancer. The Technomancer war jetzt kein Meisterwerk, aber das war nett. Das war ganz cool. Ich schätze mal, Greedfall ist nett und ganz cool, würde ich sagen. Ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel. Aber wie gesagt, ich habe selber zu kurz gespielt, als dass ich das wirklich sagen könnte. Nur so vom Gefühl her. Von dem, was ich so gehört habe. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Wurf. Das wird ein Strike. Umwerfend. Ich habe gerade so Wii Sports Flashbacks. Oh, looks like I finally earned myself a rival. That was just a stroke of luck, Mrs. Carpenter. Despite how I may seem, I've never been any good at any of the ball-based sports that exist here on our planet. Oh no, you can't fool me. I can tell the FBI's giving you very special training. Spezielles bowling training from FBI, ganz genau. If I gave you a few lessons on top of that, I'm sure you'd be able to go semi-pro. Semi-pro? That's right. That's what I said. Not pro, but semi-pro. Yes, semi-pro. You'd never be able to go pro. You don't have what it takes. You could become a semi-pro if you tried really hard, though. Well, I guarantee it. Come back and see me when you feel like giving it a try. I'm sure my husband would forgive me if I let someone like you borrow my lane. Well, we gotta give youngsters a chance to grow. That's what we always say. I could actually go semi-pro? I'd take her words with a grain of salt if I were you. Patricia, I can understand why you'd be envious of my talents, but you don't need to worry. You have your own unique talents, just like... And you shouldn't have to feel inferior every time you look at me. You're unbelievable. You sure you don't need to get your head checked out? It's so strange, Zach. I feel like I'm discovering a new side to myself. By the way, Mr. Special Agent, you said you're investigating the Lise Clarkson incident, yes? In that case, there's something you should know. Deswegen hat uns der Totenschädel hierher geführt, damit wir diese Information kriegen. Das ist Deadly Premonition 2, das heute erschienen ist. Der Nachfolger des legendären Deadly Premonition, das schon viel zu lange keinen Nachfolger bekommen hat. Ha? Oder so. That poor girl, Lise, she was a druggie. Ah, die Droge, die wir ermitteln, die uns überhaupt erst drauf gebracht hat, dass wir hier den Fall übernehmen sollten. And she was into the really bad stuff. Red powder.
Oh, no wonder the FBI picked you. You already figured out that much. Das rote Pulver. Das rote Pulver, das bestimmt aus roten Samen hergestellt wird. Und so schließt sich der Kreis zum ersten Teil. Und das ist, passt sogar ganz gut, weil die Samen haben doch irgendwie Halluzinationen hervorgerufen und Wahnvorstellungen von Macht und Superpower und so Sachen. Die waren doch so eine Partydroge. Genau, stimmt, die waren ja so eine Sexdroge auch, die roten Samen. Ja, jetzt verstehe ich. Okay. Well, the reason Lise turned into such a little hoodlum is because of her mother, Galena. Galena? Mm-hmm. A mother only in name. Oh, as far as I'm concerned, she's still nothing more than a child herself. Oh, dressing up in fancy clothes, always out on the town somewhere. Children giving birth to children. If these aren't the end times, well, I don't know what is. Oh, and they were always cooped up in that jazz bar. Galena wouldn't know proper parenting if it hit her in the tush. Zach, the jazz bar. We first heard about it from Patricia. It must be deeply connected with this case. And the red powder, it must be San Rouge. Following the Oracle and felling the Ten Maidens sure paid off, didn't it? So, Mr. Special Agent, are you all finished here? Yes, Mrs. Carpenter. Thanks to you, I've gotten a new lead. Oh. Then how about you mosey on and let me get back to my bowling? I need to bowl my first game of the day or else I'm gonna get rusty. Well, what are you waiting for? Get a move on! Shoo, shoo! Okay, was ist denn jetzt mit dem Kegelunterricht, damit ich Semi-Pro werde? Ich dachte, ich bin Bowling-Naturtalent. Hi there, handsome. How's your day coming along?